Dies sind zwei hohle Halbkugeln. Ich setze sie jetzt schön aneinander und im Physiklabor werden wir sie durch dieses Ventil luftleer pumpen. Und dann wird es fast unmöglich sein, diese zwei Halbkugeln voneinander zu trennen. Schon jetzt, wenn im Innern nicht Luftleere herrscht, ist es schwer, sie voneinander zu trennen. Der deutsche Wissenschaftler und Politiker Otto von Guericke machte ein ähnliches Experiment in Magdeburg mit zwei viel größeren Halbkugeln. Er setzte sie zuerst aneinander, sorgte dann, dass im Innern Luftleere herrscht durch dieses Ventil. Dann spannte er an beiden Seiten Pferde ein, die jeweils mit aller Kraft versuchten, diese zwei Kugeln voneinander zu trennen. Aber der Luftdruck ist dermaßen groß, dass die Pferde es nicht schafften. Im nächsten Tutorial werden wir ein Mittel sehen, um den atmosphärischen Luftdruck zu messen.